Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22. Ja, zu einer weiteren Folge Farmers Life. Beziehungsweise für mich ist es eine extra Folge, wie auch immer, wie wir es ausdrücken wollen. Weil bei mir ist in der letzten Aufnahme mit den letzten zwei Videos leider ein Fehler unterlaufen. Wenn ihr dieses Video seht, werdet ihr am Montag sehen, warum. Es kommen bei mir zwei Videos online hintereinander. Ich habe leider Gottes was bei mir beim Abspeichern der Aufnahmen halt was falsch gemacht. Und zwar normalerweise ist es bei mir so, hab ich beide dran? Täuscht das? Oh, beide dran. Ja, ich nehme eigentlich, wenn ich die Videos aufnehme, habe ich eine externe Festplatte, wo ich die ganzen Videos abspeichere. Hatte aber einmal, irgendwas auch immer, habe ich das umgestellt gehabt und war damit mal auf der Festplatte, wo meine ganzen Programme drauf sind, und die ist fast voll. Dadurch hat der Speicherplatz jetzt für die Aufnahmen nicht mehr gereicht, da ich davor noch Big in the USA und so aufgenommen habe, war leider Gottes der Speicher voll. Deswegen sind die beim Videos nur gekürzt drauf, weil er dann gesagt hat, es ist kein Speicher mehr verfügbar. Hier ist Feierabend. Damit ihr da mal einmal wisst, warum Montag halt die beiden Folgen nur kurz sind. Wenn ihr die komplett sehen wollt, müsst ihr leider Gottes so, was heißt leider Gottes, wäre eh cool, wenn ihr dort vorbeischaut, beim Rainer gucken und die vorletzte Folge auch beim Alex. Das ist ja jetzt erstmal die letzte Folge bei Alex auf dem Kanal. Bei Alex und Rainer gucken und die letzte Folge sowieso bei Rainer. Gut, da war ich nur am Anfang da. 3, 4, vielleicht 5 Minuten war ich auf dem Hof. Aber ich werde euch jetzt nebenbei gleich mal erzählen, was in den zwei Folgen war. Falls ihr nicht bei den beiden anderen guckt, was da gewesen ist. Dachte ich, nutze ich jetzt die Folge aus. Ich bin jetzt auch komplett allein auf dem Server. Wie ihr seht, die Höfe sind alle verwaist. Die Maschinen stehen überall rum. Wir sind jetzt alleine unterwegs. Ich habe eine Mission angenommen. Die werden wir schon mal anfangen. Die wird natürlich in den nächsten Aufnahmesession beendet. Ja, und da geht's jetzt. Oder da fahren wir jetzt hin und dann erzähle ich jetzt nebenbei mal ein bisschen. Also, in der ersten Folge, die nur 8 Minuten geht, werdet ihr am Anfang mitbekommen. Wir sind bei Ramsey am Hof. Ihr habt ja in der letzten Folge mitgekriegt, die davor war. Ich habe versucht, ein bisschen zu schlichten oder halt mal einen Schritt auf ihn zuzugehen. Mal gucken, vielleicht ist er ja doch in Ordnung. Einfach mal so, wie es ist halt. Ne? Man lernt halt die neuen Leute mal vernünftig kennen. Hat auch in der Folge gut geklappt. Dann kam die Folge, wo der liebe Alex aufgekreuzt ist. Und ankommt hier. Er wird von der Polizei gesucht und die Folge endet, oder das Video endet dann in dem Sinne, wo Matthias, also unser Polizist, auf dem Hof gefahren kommt, mit Blaulicht und Sirene, und dann ist die Folge bei mir leider Gottes vorbei. Den Rest, wie gesagt, wenn ihr es richtig sehen wollt, müsst ihr beim Rainer angucken oder halt beim Alex. Muss ganz ehrlich sagen, war auf jeden Fall lustig, lohnt sich. Ist auch ein kleines bisschen Fehl passiert, darauf gehe ich gleich ein. Aber so war die Folge lustig. Alex wurde verhaftet aufgrund von Steuerhinterziehung. Alex ist halt jetzt aktuell erstmal bei uns aus dem Projekt raus, aus eigenem Wunsch. Also das heißt nicht, dass er jetzt rausgeflogen ist wegen irgendwas. Er ist auf eigenem Wunsch raus, weil er operiert wurde. Und ja, es ist halt bei Alex so, er deutet halt zwischendurch mal an, er hat Lust, dann hat er mal wieder keine Lust. Was genau ist, das weiß nur Alex. Aber aktuell ist es so, er macht aktuell Pause wegen seiner Operation am Knie und weil er vielleicht nochmal operiert wird. Aber ich denke mal, vielleicht ist Alex auch so und wird in seiner Folge oder mal unter unseren Videos nochmal ein Statement dazu geben, weil ja, in der Folge kommt das halt auch ein bisschen so rüber, als ob Alex eigentlich gar keinen Bock mehr drauf hatte. Der Vorschlag, dass er halt im Spiel sich quasi so rausnimmt, dass er verhaftet wird vom Matthias, hat er selber mit zugestimmt. Wir hatten ja die Idee gehabt, weil Alex ja nun mal nicht wusste, ob er noch mitmachen will oder nicht, haben wir halt gesagt, er wird verhaftet. Und fertig. So, aber dann fing er ja wieder an, dass er doch wieder mitmachen will, also haben wir es jetzt so gedreht. Dadurch, dass Thorsten raus ist, es war ja sein Bruder in der BGA, der hat Scheiße gebaut. Ja gut, jetzt haben beide Steuer hinterzogen. Dadurch wird er verhaftet und kann natürlich so wieder ins Projekt eingeführt werden, weil er sitzt seine Strafe ab. Kann ich euch auch schon sagen, er hat bei, weil die Folge dann zu dem Zeitpunkt, wo das Video kommt, ja schon draußen. Er hat bei Matthias auch alles zugegeben, halt hat er gemacht. Ich denke mal, dass Matthias mit ihnen eine Selbstanzeige machen wird. Dadurch kriegt er ja mindernde Umstände bei Steuerhinterziehung. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube, irgendwie so geht das ja alles, ne? Dass man da auch mildernde Umstände kriegen kann und. Haben sie auf jeden Fall, also damit ist klar, Alex kann auch wieder ins Projekt eingeführt werden.
haben wir damit gelöst. Aber er wollte unbedingt halt vor Matthias verhaftet werden. All drum und dran. Wir haben vorher auch nochmal abgesprochen, wir machen das so, weil wir überlegt haben, wie führen wir das jetzt am besten ein, damit das auch wirklich alle sehen, dass es bei Rainer zu sehen ist. Bei mir, gut, bei mir ist es jetzt nicht zu sehen, durch meine eigene Doofheit. Aber insgeheim wäre es ja bei mir zu sehen. Also ich habe es ja quasi auch gesehen, es ist bloß halt nicht auf Video. Ja, es ist dann jetzt bei Rainer auf dem Video mit drauf. Und haben wir halt überlegt, gut, Rainer ist ja quasi neu auf die Karte gekommen. Alex ist der Lohnunternehmer, er kommt zu Alex, er zu Rainer mit auf dem Hof, stellt ihr das Lohnunternehmen vor, weil er offiziell da ja noch nicht wusste, dass nach ihm gefahndet wird. Er wusste zwar, dass er ja Steuern gezogen hat, weil hat er ja gemacht, das wusste er von sich selber, aber er wusste noch nicht, dass die Polizei da überhaupt schon einmal ermitteln oder überhaupt ermittelt wird, dass er das ist irgendwie rausgekommen. Es ist ja scheißegal wie. So, was macht Alex? Kommt natürlich auf die Karte, quatscht da ein bisschen rum und sagt dann, ich werde von der Polizei gesucht. Hat damit den Fehl begangen, er hat Matthias die ganze Grundlage genommen, beziehungsweise uns, wir wussten in dem Moment alle nicht, was jetzt hier, weil Alex konnte ja noch nicht wissen, dass nach ihm gesucht wird offiziell. Ich hoffe, dazu wird Alex nochmal ein Statement geben, warum, weshalb das so rausgerutscht ist, warum er das so durchgezogen hat. Und das kommt halt so ein bisschen rüber, so kam es uns zumindest nach der Aufnahme rüber, als ob er keinen Bock hatte oder uns irgendwas versauen wollte in der Folge. Wissen wir nicht, das weiß nur Alex selber. Wie gesagt, ich hoffe, dass er dazu nochmal ein Statement nimmt. Aber das sei jetzt auch erstmal dahingestellt, das seht ihr nachher alle selber in der Folge oder habt ihr ja dann in der Folge gesehen und könnt euch da eure Meinung zu bilden. Für Matthias war es doof. Die erste Folge, wo Matthias mal seit Ewigkeit mal wie RP mitmacht. Wir haben, oder er selber hat sich ein bisschen was durchgedacht und dann wird ihm quasi so der Bogen quasi weggerissen, weil halt er ankommt. Ich werde von der Polizei gesucht, was vorher ja noch nicht klar war. Gut, sei dahingestellt, auf jeden Fall wurde denn der Alex verhaftet. Wir hatten da noch ein bisschen lustige Szenen. Das war dann die erste Folge, die bei mir nur 8 Minuten geht. Hatte halt nur um den Dreh mit Alex, mit der Polizei zu tun. Dann war zum Schluss noch ein Fehler hier mit den Kanälen wechseln. Alex ist den Kanal nicht gewechselt. Wir haben dann natürlich die Hälfte mitgehört, was halt doof war, weil dafür haben wir die verschiedenen Kanäle zum Hin- und Herwechseln. Und er hätte mit Matthias zusammen im Polizeiverhör gehen müssen. Ist jetzt doof gelaufen. In der Folge wird auch nicht nochmal vorkommen. Das sagen wir jetzt schon mal so, wie es ist. Und ja, damit die Folge ist dann damit geendet, dass der Polizist sagte, wir sollen bitte noch einmal alle auf von hinten seinen Hof gehen, also auf Rainer seinen Hof. Und er würde gleich dazukommen und nochmal kurz vernehmen, weil es ja auch am Anfang der Folge war, dass Alex ja fast die beiden anderen, also den Sven und den Ramsey umgefahren hat. Halt Zeugenaussagen. Und halt dazu, dass er mit seinem Gator da durch die Hecke gefahren ist und uns davor wollte der Polizist halt die Zeugenaussagen und sich natürlich einmal vorstellen. So, gesagt, getan, die letzte Folge kam, die bei mir leider nur eine Minute geht. Wir diskutieren am Anfang kurz, dann bricht es bei mir halt ab. Wir schildern unsere Sachen und dann kommt das, was schade ist, dass es jetzt bei mir fehlt. Der Ramsier geht in seine Rolle auf und fängt an, die Leute beim Polizisten anzuscheißen. Vom wegen hier, ich weiß gar nicht, was er beim Landhandel gesagt hat. Und bei mir fing er gleich an, oh hier, da muss man genau das Auge drauf werfen hier. Der hat, oh hier, 900.000 Euro Schulden hier. Und ja, es sind, gut, es sind in dem Sinne Schulden, aber es ist ein Kredit. Also es sind ja keine negativen Schulden, es ist ja positiv. Wir zahlen es ja an die Gemeinde zurück. Aber er hat halt gleich versucht, von hinten raus uns so anzuscheißen. Darauf ist dann meine Charakter ein bisschen Charaktereigenschaft durchgekommen, dass ich gesagt habe, das geht mir jetzt hier auf den Piss. Ich lasse mich von denen nicht anscheißen. Ich hau jetzt hier ab und fahr zu mir. Gut, der Polizist wollte noch einmal ganz kurz, habe ich noch meine Aussage gemacht, was ich gesehen habe und bin dann abgehauen. Das war mir zu blöd. Der Landhändler, also Sven, war noch eine Weile da. Der hat noch mit den Polizisten und mit Ramsey noch gequasselt, über was auch immer. Weiß ich natürlich nicht, weil ich nicht mehr da war. Der kam dann zum Schluss von der Folge zu mir, hat mir meinen Schneidwechsel angebracht. Das habt ihr ja in der Folge gesehen. Es hat ja die falsche Lackierung gehabt. Das sollte ja in der New Holland Farbe lackiert sein und war halt nur schwarz. Wurde behoben, am Ende der Folge, gut, das ist jetzt leider nicht zu sehen, kam er halt an, hat gesagt, New Holland hat halt da bei der Auslieferung einen Fehler oder so, bei der Schneidwerk war eine Auslieferung, gab es einen Fehler, es wurde mir das Falsche geliefert, wurde jetzt getauscht, ich habe jetzt das Richtige bekommen und das Falsche wurde wieder zurückgegeben. So haben wir das Problem mit den Schneidwerkswaren gelöst. Das war dann jetzt das Problem, oder das war dann so jetzt die letzte Folge. Halt am Anfang kurz das mit dem Polizisten, der hat sich dann vorgestellt. Lustiger Name, ich frage den Polizisten, wie heißen Sie denn? Das tut hier nichts zur Sache, nennen Sie mich erstmal Mr. Nobody. Muss ich natürlich gleich so ein bisschen an.
Fast and the Furious denken, wenn man die Filme nimmt. Fand ich halt ein bisschen lustig. Weil halt Matthias in auf dem PC und so überall Nobody heißt, hat er halt gesagt, nennt mich einfach Mr. Nobody. Fand ich halt ganz lustig. Ich denke mal, der Polizist wird demnächst auch bei mir auf dem Hof kommen, doch mal vernünftige Aussage, aber wie gesagt, mir war das halt so blöde, dadurch, dass der Ramsey uns anscheißen wollte, bin ich ja dann abgehauen, wie gesagt, zu meinem Hof, hab dann meine Hühner verpflegt, hab darauf gewartet, dass der Händler meinen Ladewagen, mein Schneidwerk ranbringt, was er dann zum Schluss gekommen ist. Und damit ist die Aufnahmesession dann für uns auch geendet. So, wie gesagt, danach habe ich das dann halt mitgekriegt mit diesen zwei fehlerhaften Videos und habe dann gesagt, gut, damit ich trotzdem ein bisschen Mittwoch-Videos habe, nehme ich dieses nochmal extra auf, dass mir irgendwie nicht zwischendurch was fehlt. Wo ich aber nochmal dieses Doofheit von mir mit den Aufnahmen, aber auch diesen leichten Fehl-LP mit Alex nochmal anspreche. Wie gesagt, was da mit Alex los war, weiß Alex nur selber. Wir hoffen mal, dass er es nochmal sagt, was da war, weil es ist halt doof gelaufen. Es hat halt alle ein bisschen aufgeschmissen. Aber wir denken mal, dass. Ja, ist halt so gewesen, wird nicht nochmal vorkommen. Wir versuchen das natürlich RP-mäßig wirklich immer besser umzulegen. Und ja, da werdet ihr natürlich in Zukunft sehen. Und wenn euch was auffällt, was vielleicht blöde ist, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe ja heute gesehen, ich nehme das Video jetzt auf, nachdem die erste Folge mit Rainer kam, also wo Rainer hier, also Ramsey ja auf der Karte oder in der Gemeinde eingetroffen ist am Landhändler. Danach habe ich jetzt das Video aufgenommen und muss ganz ehrlich sagen, da muss ich auf jeden Fall schon mal riesen Dank sagen. Eure Kommentare darunter alle mega, wirklich nur positives Feedback. Auch die Likes unter dem Video waren wirklich mega, hat mich persönlich sehr gefreut. Ich denke mal Rainer auch, dass das Projekt mit der ersten Folge gleich bei Ihnen ganz gut ankommt. Und wie gesagt, fällt euch was auf in den Folgen, was vielleicht fehlmäßig ist. Weil so wie Sven, Matze, ich, Heino, der ja als nächstes als Bürgermeister dazu kommt, Dominik, also Günther, der den anderen Hof noch nehmen wird. Fällt euch da was auf? Fehlmäßig, schreibt es in die Kommentare. Wir sind nur Menschen, wie gesagt, wir sind noch am Anfang. Versuchen wir alles zu ändern. Wir profitieren natürlich durch Rainer oder durch noch jemanden, die dazukommen, die halt schon länger RP machen, werden wir natürlich daraus profitieren, weil die uns ja auch noch genug Tipps und sowas geben können. Aber wie gesagt, das sei uns ja noch verziehen. Deswegen mit Alex, wir hoffen mal, Alex klärt es auf. Ich hoffe mal, dass es nicht wirklich so ist, wie wir halt die Vermutung haben, dass Alex uns da jetzt irgendwie was versauen wollte, weil er keine Ahnung sich ausgegrenzt fühlt. Aber er selber hat ja gesagt, er möchte aktuell eine Pause haben durch seine Operation. Aber es kommt halt ein bisschen so rüber für uns. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn euch was auffällt, lasst es uns die Kommentare wissen. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, hat das schon richtig Laune gemacht, die Aufnahmesession jetzt die erste in der Umstrukturierung mit den neuen Höfen. Klar, es ruckelt noch ein bisschen auf der Karte, das werden wir aber die nächsten Tage im Griff bekommen. Denken wir mal, dass das die nächsten Tage auch alles weg ist. Aber es wurde halt auf der Karte auch extrem viel gebaut. Hier, wie gesagt, stehen viele Sachen mitten auf einem Fleck. Das ist halt auch immer das Doofe, was halt auch immer die Performance so ein bisschen belastet, ne? Aber ich denke mal, das sollte sich die nächste Zeit geben, wenn die Karte sich richtig geladen hat, alles drum und dran. Beziehungsweise wir nur noch auf dem Server online sind, weil da stellt der Server die, da braucht ich die Internetverbindung nicht, na, brauche ich nicht hosten, das macht sich natürlich tausendmal besser. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, wie gesagt, das macht mega Spaß, muss ich auf jeden Fall nochmal ein Danke an die Jungs sagen, das macht wirklich richtig Laune, die Aufnahme. Also man könnte auch 10, 15 Folgen hintereinander aufnehmen, schaffen wir natürlich zeitmäßig nicht. Aber die ersten Folgen, auf jeden Fall, die Aufnahmen waren wirklich mega. Ich könnte mich natürlich im Arsch beißen, dass ich diesen Fehler mit der Aufnahme gemacht habe hier mit dem Speicherort, dem falschen. Könnte ich mich wirklich im Arsch beißen, weil die Folgen waren wirklich gut. Man hat auch so ein bisschen die Charaktereigenschaft gesehen, wo es bei mir hingehen könnte. Aber gut, das seht ihr natürlich, wenn ihr bei Rainer guckt, seht ihr das natürlich trotzdem. Also es macht auf jeden Fall wirklich Laune wieder aufzunehmen. Es hatte vorher auch Laune, man muss ich ganz ehrlich. Also jetzt heißt jetzt nicht, weil jetzt Rainer dabei ist, macht es mehr Laune. Es hat vorher Farmers Life die 41 Folgen, die wir hatten, auch wirklich Laune gemacht. Aber das jetzt bringt halt nochmal frischen Wind rein, weil man auch nochmal andere Erfahrungen hat, ne? Wie gesagt, wir hatten uns da mit LU auch was anderes aus überlegt gehabt. Das LU wäre jetzt so oder so weggegangen, das kann ich jetzt hier am Ende der Folge mal sagen. Das LU wäre definitiv von der Karte gegangen. Aber Alex und Dings hätten die BGA behalten, Günther. Die hätten einen BGA-Hof gekriegt. Bloß da hatten wir es eigentlich ausgelegt gehabt, dass Thorsten halt
Er ist ja nun mal aus dem Projekt raus, von heute auf morgen. Wurde es ja so ausgelegt, dass er Scheiße gebaut hat, deswegen verschwunden ist. Und so hätten wir den ausgelegt, halt Steuerhinterziehung, auf Thorsten, quasi auf Alex, den Bruder, abgewälzt. Nicht jetzt auf Thorsten, sondern auf den Bruder im RP. Und deswegen wird denen halt das Lohnrecht entzogen. Aber die Gemeinde würde denen bei einem Kredit wehren. Die dürften sich die BGA über der Gemeinde kaufen und sich so einen BGA-Hof aufbauen. Alex, so hat er kam auch dann bei uns mit mal an. Er möchte halt nicht und dies und das, was ich gerade erklärt habe. Deswegen mussten wir halt umstrukturieren. Gut, Alex ist dann auch zur Fahndung ausgeschrieben, ist dann da mit drin in der Steuerdingsbeziehung. Aber wir haben dann halt überlegt, was machen wir mit Dominik? Lassen wir Dominik irgendwo anders mitarbeiten? War erst Überlegung, Dominik sonst auf den Landhandel mit reinzubringen, weil der Landhändler, brauchen wir nicht drüber reden, braucht auch noch unbedingt einen Mitarbeiter. Aber Dominik hat gefragt, ob er sonst auch einen Eigenhof machen kann. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, man sieht es ja jetzt unten, das hellgrüne bei Feld 88, das ist jetzt Dominik sein Hof, werdet ihr demnächst ja dann auch sehen. Dominik kriegt seinen eigenen Hof und darüber könnte Alex sich ja zum Beispiel wieder einführen, wenn er dann wirklich noch Lust hat, dass er vielleicht damit arbeiten geht und sich dann darüber eine neue Charakterrolle aufbaut oder, da sind ja wirklich dann auch keine Grenzen gesetzt. Da lassen wir uns natürlich mal überraschen, was da kommt. Deswegen, also es soll jetzt nicht heißen, dass jetzt, wo Rainer dabei ist, dass es mehr Spaß macht. Das hat damals auch schon, also die ersten Aufnahmen haben wirklich richtig Laune gemacht, was Farmers Life angeht. Aber jetzt halt, weil halt gleich mehrere neue Charaktere auf einmal zukommen, greift das jetzt so ineinander. Ne? Guck mal, der Polizist kommt dazu, der auch zwischenzeitlich den Bauhof übernimmt, der Bürgermeister kommt dazu, der Rainer kam dazu, demnächst kommt noch eine Person dazu. Was der wird, das werdet ihr dann sehen. Dann irgendwann wird er dann, wenn Alex noch Lust hat, der Alex wieder eingeführt. Wie er denn seinen Charakter weiter aufbaut, werdet ihr ja dann aussehen. Deswegen, also das meine ich jetzt gerade mit, das macht aktuell richtig Laune, weil es halt immer größer, immer geiler wird und halt auch immer mehr wachsen tut. Das ist das Geile. Und ich denke mal, die nächsten Folgen, die nächsten so, ich denke mal so 50, 60, 70 Folgen, keine Ahnung, wie viele es noch wären, werden so mega geil werden. Deswegen, wie gesagt, ich bedanke mich jetzt schon mal für die Unterstützung überhaupt bis jetzt auf dem Projekt, was ich daran, wenn ich die Aufrufe alle zusammenzähle, so den Durchschnitt nehme, auch an Likes und sowas, ist wirklich mega, freut mich auf jeden Fall sehr. Und den anderen denke ich mal auch, dass es zeigt uns für uns alle, dass wir doch irgendwo was richtig machen, auch wenn wir noch Anfänger im RP sind. Dass es euch auf jeden Fall gefällt, das freut uns wirklich sehr. Deswegen ein riesen Dank daran. Nochmal riesen Dank natürlich an die Jungs, die mit uns hier mitwirken. Das macht wirklich mega Laune, ob Sven, Heino, Matze, wie gesagt, der kam rein in den Team, der hat sofort gleich wieder überlegt, wie kann er das alles aufbauen. Dominik, wie gesagt, ist der Jüngste in der Truppe, auch der macht das wirklich richtig gut. Klar, ist noch ein bisschen schüchtern, funktioniert richtig gut. Denn das jetzt mit Rainer, er stößt dazu, das passt wie Arsch auf Eimer. Das mit Alex, das hat bis jetzt gut gepasst. Muss man ganz ehrlich sagen, außer halt jetzt die Situation hier mit seiner Verhaftung. Sonst davor hat das ja auch alles wunderbar gepasst. Deswegen, das macht richtig Laune und ich habe richtig Bock auf die nächsten Folgen. Deswegen, wenn einer von euch noch Bock hat auf ein RP-Projekt, kommt zu uns auf dem Discord. Der Discord-Link ist in der Videobeschreibung drin. Kommt zu uns im Discord. Bewerbt euch damit, egal worauf ihr Lust habt. Wir finden da schon eine Lösung, worauf ihr Lust habt. Es kann ja auch noch kommen hier, einer sagt, er will mit bei der Gemeinde arbeiten, will aber verschiedene Ämter machen, wie Veterinäramt, Steuerprüfung, all so ein Scheiß. Also irgendwie sowas, wenn du darauf Bock hast, komm auf den Discord, haben wir Bock. Wie gesagt, wir wollen noch einen Gemüsebauern, wäre noch ganz cool. Vielleicht auch irgendwas, einer, der Richtung Pferde geht oder sowas. Obwohl wir ja noch nicht wissen, vielleicht geht da ja auch schon ein Hof in der Richtung, dann lassen wir uns überraschen. Wäre auf jeden Fall cool. Deswegen, dann meldet euch bei uns und ihr könnt gerne mitmachen. Wie gesagt, das Projekt ist auch Cosplay-mäßig. Bis auf Rainer und ich und der nächste, der jetzt dazu kommt, sind alle auf der Konsole. Deswegen, also das ist nicht das Problem, wird uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. So, ansonsten habe ich jetzt alles erzählt. Ich habe gesagt, dass ich halt zu doof war zum Aufnehmen. Das habe ich jetzt so erklärt. Dann haben wir das bisschen mit Alex ein bisschen angesprochen. Wie gesagt, ich hoffe, dass Alex sich selber dazu auch noch äußert. Das ist natürlich schöner, aus seiner Sicht das einmal zu sagen, ob da nun was dran ist oder nicht. Oder woran es gelegen hat. Wäre natürlich schön. Ja, dann haben wir angesprochen. Nö, passt alles. Haben alles soweit angesprochen. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, das Like natürlich nicht vergessen. Wie gesagt, lasst Kommentare da. Sind wir auch immer offen für. An die neuen lasst ein Abo da. Schaut bei dem Rainer, bei Alex dabei. Die Links sind in der Videobeschreibung drin. Was gibt es noch zu sagen? Wenn einer was vom LS haben will, wie gesagt,
Partnerlinks zu Shine sind auch in der Videobeschreibung drin. Würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr euch da was bestellt mit dem Codenamen Borusse, ohne Mehrkosten für euch. Und damit bin ich raus. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Start in die Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.